Willkommen zurück, meine Freunde, in der traumhaft wundervoll versifften Welt von Fallout 3. Viel, viel ist passiert seit dem letzten Mal, als wir gezockt haben, als wir hier die Story weitergeführt haben. Zwei Streams wurden sogar schon gemacht. Beide Links, wie immer in der Videobeschreibung, da könnt ihr jederzeit denen einfach folgen. Auf meinen Stream-Kanal hier auf YouTube und dort euch anschauen, was wir gemeinsam erlebt haben. Es gab auch jetzt so ein paar Upgrades, ich werde jetzt nicht genau drauf eingehen, aber wir sind mittlerweile Level 10, haben so ein bisschen was uns zusammengemixt, vielleicht so ein kurzer Überblick über meine Fähigkeiten, könnt ihr euch ja dann das Video an den jeweiligen Stellen anhalten, dort wo ihr es gerade braucht. Und wir haben uns noch so ein paar neue Dinge hier dazu gemacht. Ich glaube, Revolvermann ist jetzt neu und Finesse ist auf jeden Fall neu, mehr kritische Treffer. Hab mich noch ein bisschen mehr erkundigt, was denn so für Sachen ganz praktisch sind für den Anfang. Hab ja Fallout noch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, was für Skillungen da am besten wären. Und wir gucken einfach mal, was jetzt so passieren wird. Ich bin ganz gut ausgerüstet, hoffe ich, gegen die Supermutanten da hinten. Durch die Streams wurde mir ein bisschen die Angst vor den Supermutanten auch genommen. Das ist sehr gut, weil davor hatte ich die eher so im Gefühl wie irgendwelche unüberwindbaren Hindernisse. Okay, das ist hier siffig wie immer, das Wasser. Und ich habe eigentlich auch eine Mod installiert, eine Sprint-Mod. Danke an Tiber für den Hinweis. Mit dem Link daran. Das hat mir das Suchen erspart. Und die Sprint-Mod, die hat im Stream, also könnt ihr auch bei den Streams einschalten, um zu gucken, wie sie funktioniert. Da hat sie noch funktioniert. Jetzt funktioniert sie nicht mehr. Also ich weiß, oh shit. Kannst du bitte aufhören, mit Granaten so nah zu werfen? Das ist gefährlich. Das fies. Ja. Diesen Regen haben wir hier ab und zu immer noch, wie ihr sehen könnt. Dass die mir hier so wunderbar zerplatzen. Aber ich habe auch Mods, Gore-Tweak-Mods, installiert, die dafür sorgen, weil ich habe ja, pass mal auf, ich habe hier ja blutiger Tod, das ist 5% mehr Schaden und die Feinde zerplatzen mehr und ich habe jetzt durch eine Mod mir eingestellt, dass blutiger Tod nicht mehr gewalttätigere Tode verursacht, erstens, und zweitens, dass die Feinde nicht mehr ganz so oft zerplatzen und selbst die Arme und Beine wegplatzen, obwohl ich in den Kopf geschossen habe. Das sollte jetzt mittlerweile ein bisschen reduzierter sein, mal sehen, ob das jetzt auch tatsächlich funktioniert hat, die Mod. Oh shit, nice. Gib ihm! Yo! Ja, siehste mal. Nur der Kopf, nicht alles weggeplatzt. Ich glaube, mit blutiger Tod nämlich passiert das viel öfter, dass wirklich alles wegplatzt. Und ja, ich meine, ich habe nicht unbedingt was dagegen, aber ich kann verstehen, so Feedback von euch, ne? Ich bin sehr brav. Ich lese mir das immer durch, wenn ihr Feedback habt. Dass es einigen von euch zu krass ist, wenn bei wirklich fast jedem Kill die ganzen Körper zerplatzen. Und solange man ihn in die Brust schießt, sollte... Oh, oh, guten Tag. Solange man ihn in die Brust schießt, sollte das auch deutlich seltener passieren, dass sie irgendwie auseinanderfetzen. Bei Schrotflintenkills kann ich es immer noch nicht ganz garantieren. Da habe ich ja mittlerweile auch eine neue, diese hier. Denn Schrotflinten sind dann halt doch schon ein bisschen... Die hauen dann ein Eckchen mehr rein, als man es vielleicht unbedingt nötig haben sollte. Vor allem, wenn es mitten in den Kopf reingeht. So, jetzt aber. Das Jefferson Memorial. Wir wollten Project Purity Näheres in Erfahrung bringen und vor allem unseren Vater treffen, wo auch immer er da hingelaufen ist. Mal sehen, ob das Wasser uns weiterhin noch irgendwie vergiften wird, nachdem wir hier jetzt drin waren. Aber ich nehme... Hier ist gar keine Treppe nach unten auf der Seite. Was ist da los? Ich nehme aber ganz fest an, dass unser Vater natürlich schon wieder weg sein wird. Weil er irgendwie bisher noch nie irgendwo war, wo wir bisher aufgekreuzt sind, außer in unserer Kindheit. Bisher, nope, nope, nope. Aber wie komme ich da rein? Das ist hier die viel größere Frage. Es möchte mich nicht reinlassen, goddammit. Vielleicht irgendwie über die Rückseite? Über die Rückseite? Wir müssen die Situation von hinten angehen. Wenn du verstehst. Oh yeah!
nein, natürlich. Ich meine, wir sind hier ganz freundlich und friedlich. Irgendwie. Ich laufe, aber ich sehe keinen Ort, wo ich irgendwie hochhüpfen könnte. Über das Ding vielleicht? Nope. Vielleicht hier irgendwo? Oh, yeses. Wirf die Granate. Heiße Kartoffel! Oh nein! Ruhe! Ich mache immer weniger Schaden, als dort unten in der Anzeige steht. Komm. Na also. Oh, guck mal, mit wie viel Schwung er weggeflogen ist. Sehr gut. Hat er eigentlich einen Blindgänger geworfen? Irgendwie ist nichts explodiert. Interessant. Sehr, sehr interessant. So, aber ich möchte jetzt in erster Linie das... What? Wie komme ich denn da rein? Ach, nur über diese Tür da? Gift Shop. Nein, das heißt nicht, dass da Gift drin ist. Das heißt, das sind Geschenke zum Mitnehmen. Souvenirs! Kaum zu glauben. Es sieht so nah aus, die Kante, und ich komme einfach nicht rein. Wir müssen durch den Souvenirshop gehen. Vielleicht gibt's da kleine Püppchen von meinem Vater. Dann kann ich sie mitnehmen. Oh, der ist nicht rot. Doch, der ist rot. Lass es. Oh, warum hat er so eine fette Panzerung? Super Mutanten-Biest. Das erklärt es dann wohl. Was? Ich vergesse immer wieder, wie schnell eigentlich die Magnum hintereinander schießen kann. Wen greift ihr gerade an? Oh, der ist fast tot. Keine Munition verschwenden. Nice. Geht das Ding auf alle los? Oh, yo, das geht auf alle los. Alles klar. Ach, es hat nur noch einen Schuss. Okay. Benötigt. Ich wollte gerade sagen, hey, vielleicht hat ja irgendwie mein Vater oder so das Ding umprogrammiert, dass es nur auf Supermutanten losgeht. Nö, einfach auf alles. Der Typ hat sich gut verbarrikadiert hier drin. Wahrscheinlich. Ich meine, er will ja auch in Ruhe seine Forschungsarbeiten machen, verständlicherweise. So, sehr gut. Ich glaube, die Magnum habe ich gerade ein bisschen Lust, auch wenn ich nicht so oft bisher Munition für sie gefunden habe. Das ist ein bisschen... Oh. Okay, reagiert nicht. Ich dachte schon. Nicht so oft Munition gefunden. Dabei rockt die Dinger hier fett. Das macht keinen Sinn. Es rockt die Scheiße dick, Mann. Mann, ist der dick, Mann. Gitter zu nach Pumpensteuerung. Nee, noch nicht. Erstmal google ich hier, was hier so los ist. Ah, ich mag es, wie ich... Oh. Gut. Geschütztürme scheint es hier keine mehr zu geben, also brauche ich das wohl nicht. Oh, aber ich kann hier ein bisschen, ne? Das war der beste Tipp ever, um sich heilen zu lassen. Einfach mal die Trinktaste E gedrückt halten und dann läuft das. Nur aus dem Urinal würde ich nicht unbedingt trinken. Aber das haben wir ja schon mal näher eruiert. Hallo, rede mit mir. Nein? Okay. Magnum Power. Oh! Reiß die Hütte ab, Mann! Oh, was? Nicht tot? Was? Komm, gib mir die Steuerung. Whoopsie. Oh Gott. Ich mag es auch, wie die Magnum klingt. Die hat so richtig schön viel Dampf hinter jedem Schuss. Ich habe aber das Gefühl, dass meine eine Mod, die das Gore reduzieren soll, da stand nämlich extra noch dabei... Oh. Oh, man. Da stand extra noch dabei, dass... Ich mach's lieber auf dem Torso, dann gelingt der Schleichangriff auf jeden Fall. Dass speziell die Mod-Einstellung, die gegen die Bloody Mess-Perk wirken, also, ne, blutiger Tod, wo alles zerplatzt, dass die manchmal nicht funktionieren, das sehen wir wohl gerade hier. Oh, shit, der Schleichangriff. Und ich glaube, Schleichangriffe sind von der Regelung ausgenommen. Das war ein bisschen krasser noch, nochmal krasser als erwartet. Gut, aber dann weiß ich, vielleicht sollte ich dann meine letzten Schüsse irgendwie meistens, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Schleichangriffe sind, irgendwie in den Torso reinsemmeln. Ich meine, mich stört es jetzt nicht unbedingt, habe ich auch im Stream mal erwähnt.
dass hier die immer so schön am Zerplatzen sind, weil ich sehe das, ich meine, so makaber das auch ist, ich sehe das eher als Comedy. Fast schon. Weil in Fallout 3 ist ja sehr viel makabre Comedy, wenn euch das jetzt bisher noch nicht aufgefallen sein sollte. Von daher zerstört mich persönlich das Zerplatzen überhaupt nicht. Aber ja, weil einfach alles so überzogen, überdreht ist in dieser postapokalyptischen Welt. Das ist, und ich bin mega positiv überrascht, das muss ich einfach jetzt auch nochmal sagen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht oft genug gesagt, immer nur so wieder in einem Nebensatz erwähnt. Ach ja, übrigens, ich finde Fallout sehr geil, aber ich muss euch ja sagen, auch warum ich es so geil finde. Weil die ganzen Dialoge, die man hier bisher so hatte, die finde ich sogar tatsächlich besser als in Oblivion. Ja, weil es fühlt sich, ich meine, klar, das Spiel fühlt sich so oder so hier erwachsener an als Oblivion. So viel sollte sowieso klar sein, ja. Wollen wir noch weiter? Oh, Jesus, zumindest von der Thematik her. Und vom Gore-Faktor her sowieso. Jupp, ich glaube, die Mod zur Verminderung der Gore funktioniert nicht so ganz. Platz. Aber ich habe ja bisher immer gesagt, ich mag braune Spiele nicht so sehr. Und in 99% der Fälle trifft das auch zu. Bei braunen Spielen sage ich meistens, ich mag es farbig. Aber in Fallout ist einfach die Welt so glaubhaft und so gut rübergebracht worden, dass ich eigentlich, ich habe da gar nichts mehr zu bemängeln. Ich finde es saugeil, hier rumzulaufen. Und im Gegensatz zu Oblivion ist es für mich einfach so frisch in dieser Welt unterwegs zu sein. Es fühlt sich nicht ganz so ausgelutscht an. Ich meine, Oblivion macht mir immer noch Spaß, aber hier kommt halt noch dieser ganze Neuheitsfaktor dazu, der das für mich nochmal ein bisschen geiler macht. Der mich noch ein bisschen mehr anmacht. Oh, Baby, hier. Ich mag es, wenn mich Sachen anmachen. Verstehst du? Sagte er und griff in den Organbeutel rein. Oh Gott. Ich mag es, wenn meine Hände vor Blut triefen. Oh. Oh. Kein Strom, lässt sich nicht öffnen. Strom, interessant. Hab ich dich. Oh, wo hast du mich? Was? Du machst mir gerade Panik. Ich sehe dich nicht, aber du rastest gerade voll aus. Rumzuhüpfen, du dummer Mensch. Ich glaube, er ist auf der anderen Seite der Tür. Oh nein, da kommen meine ganzen Striche auf der Karte. Ich bin so ein dreckiger Stricher, Mann. Ich weiß auch nicht, war das bei New Vegas oder war das hier? Ich habe irgendwo mal gesehen. Oh, fuck! Fuck! Okay, okay. Erstmal die Schwachen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es irgendwie einen besonderen Nuka-Cola-Korken gibt. So ein Nuka-Cola-Gewinnspiel oder so. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Komm, in den Torso. Oh, kann ich nicht. Okay. Aus dem Weg. Bin ich froh, dass in diese Schrotflinte 12 Schüsse reinpassen. Ich bin ein bisschen in eine unglückliche Stelle nach hinten hin ausgewichen, aber diese neue Schrotflinte ist daschiert. Habt ihr gesehen? Die ist so viel besser als die 2 Schuss abgesägte Schrotflinte. Oh, shit, son. How does it feel like to get shat on? Oh, baby, oh, baby. Tut mir leid. Leonardo hat nur wieder seine Phase. Manchmal passiert das. Oh, Project Purity Eintrag. Oh, Eintrag 7 und Eintrag 8. Ich habe das Gefühl, ich habe so einige Einträge verpasst. Zeig mal her, wir lauschen mal nebenbei ein bisschen kurz zu meinem Vater. Ich habe einen großen Verlust zu beklagen. Meine geliebte Frau ist gegangen. Mein Sohn, klein und hilflos, hat ihren Platz eingenommen. So viel mir dieser Ort auch bedeutet, so viel er auch Catherine bedeutet hat, dies ist kein Ort für ein Kind. Besonders für ein Kind ohne Mutter. Also wurden wir tatsächlich hier draußen geboren. Ich habe jetzt doch im Inventar es mir angehört, weil sonst würden meine Schrittgeräusche dieses Lock brutal übertönen. Und deswegen, weißt du, deswegen laufe ich lieber jetzt hier ein bisschen erstmal nicht herum und mache es für euch ordentlich lauter. Für mich war das gerade eben kaum hörbar. Ich habe es wirklich so gut wie überhaupt nicht gehört. Deswegen für eure Deluxe-Erfahrung im Zuhören verzichte ich gerne darauf. Habe ich das schon gelootet? Ich glaube schon.
Ich habe aktuell mehr als genug Splittergranaten, deswegen nehme ich die nicht auf. Aber ja, Project Purity. Ach ja, vielleicht werde ich später irgendwann mal... Oh shit. Später irgendwann mal alle möglichen Logs hintereinander weghören, um etwas mehr Backstory zu bekommen, vielleicht im Stream oder so. So viel zum Thema niedrigere Gore. Ich muss es mir immer wieder denken. Ich meine, mich stört's nicht. Ich finde es einfach, ja, ein bisschen Comic Relief für nebenbei. Aber ich glaube, das kann man auch nur so wirklich zu schätzen wissen, wenn man auch ein wenig schwarzen Humor hat. Ansonsten, oder ein wenig viel schwarzen Humor. Ansonsten eher weniger. Warte, aber ich laufe jetzt nicht gerade wieder zufällig genau den richtigen Weg entlang. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen... Komm her. Weil irgendwie ich laufe und laufe und laufe, aber irgendwie... Nein, geht das nicht? Doch, geht. Aber irgendwie nimmt dieses Stockwerk hier kein Ende, deswegen bin ich langsam verunsichert. Bessere Zeiten? Oh, das ist was anderes. Da möchte ich auch kurz mal reinhören. Diese Tests waren ergebnislos, aber Madison und ich sind überzeugt, dass es sich um ein Problem mit dem sekundären Filtersystem handelt. Wir werden die Ausrüstung neu kalibrieren und es morgen nochmal versuchen, damit... James, bitte. Ich arbeite. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Das ist also der nächste Schritt. Wenn wir die benötigten Ergebnisse erhalten, werden wir mit... James, stopp! Ich muss diese Notizen beenden. Wir werden die Probleme mit den Strahlungsminderern untersuchen. Das sollte... Au! James! Jetzt? Wir sollten nicht. Wie geil ist das denn? Die waren ja richtig süß zusammen. Jetzt tut's mir umso mehr leid. Ich hätte gerne meine Mutter kennengelernt. James! Hey! Nein! Was für zwei kleine feine Turteltäubchen das waren. Sie haben es danach getrieben wie die Karnickel. Was? Hochwasserschutz. Drücken? Nein, geht nicht, reagiert nicht, kein Saft. Aber die Pumpe läuft noch. Aber da hier so extrem viele Supermutanten sind, hat sich unser Vater entweder komplett im Keller total eingeschlossen oder er ist schon länger weg, weil ich denke nicht, dass er hier auf längere Zeit mit denen gut ausgekommen ist. Am Ende stellt sich heraus, dass die Supermutanten die ganze Zeit unsere Freunde waren. Und wir haben die ganze Zeit unsere Freunde getötet. Nein! Nein, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Was ist das hier? Soll ich hier rein? Nope, das ist auch... Ich hatte gehofft, dass dieses kleine Becken vielleicht wenigstens bereinigt wäre. Dass Project Purity irgendeinen Erfolg hatte. Die Dr. Lee hat uns ja gesagt, dass in kleinen Mengen hat es bisher funktioniert. Gut, ich weiß jetzt nicht, zählt das hier noch zu kleiner Menge? Oder meinen sie eher so in Reagenzgläsern hat es funktioniert? Weil im Vergleich zum großen See da draußen ist das da drüben auch eine kleine Menge. Kommt immer auf das Verhältnis an. So, was ist hier los? Aktivieren Hilfssicherungskasten. Ich kann das jetzt nicht verwenden, okay. Ach, muss ich jetzt mehr Sicherungen finden oder so? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, ich räume erstmal hier... Oh, Jesus. Ich räume erstmal hier auf. Oh, Baby. Mit Schmackes. You like that? Suck on. Suck on. Suck on this. Das habe ich auch lange nicht mehr gebracht. Der gute alte Sakondis. Klingt fast nach einem Namen. Hallo, mein Name ist Sakondis und ich hasse meinen Job. Ich möchte nämlich nicht mehr daran sacken. Das klingt echt nicht gesund. Ich habe von diesen Kampfflinten nur bisher einfach viel zu wenige gefunden. Ich konnte erst einmal reparieren. Wirklich nur ein einziges Mal, weil ich nur ein einziges Mal sie doppelt gefunden habe. So, wir haben richtig viele Tagebücher gefunden, auch nochmal separate Tagebücher. Oh, das gibt so viel Story. Nice, 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 nice. Gut, dann gehe ich mal zuerst zur... Warte. Siebpumpe? Nee, das war oben, oder? Oder ist hier ein Durchgang irgendwo? Oh shit, ich sehe gar nichts. Ich glaube nicht.
Warte, das Rohr. Ah, aus dem Rohr komme ich wahrscheinlich irgendwann raus. Okay, verstehe, verstehe. Sehr gut, sehr gut. Ich bin nur ein bisschen, immer noch ein bisschen, versteht ihr mich? Ein bisschen paranoid, was das angeht mit Tagebucheinträge auch anhören. Weil YouTube auch das erkennen kann und dann sagt so, nee, 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 das geht gar nicht. Was ich persönlich jetzt hoffe, das ist wichtig für mein zukünftiges Projekt. Weil ich habe so unfassbar Bock auf Fallout 4, das glaubt ihr mir gar nicht. Jetzt umso mehr, nachdem ich mich mit Fallout 3 hier immer mehr am Einstimmen bin und ich Fallout 3 so geil finde, freue ich mich, Mist, umso mehr auf Fallout 4. Und deswegen, ich hoffe, dort werde ich auch nicht kaputt gefistet von YouTube, wo wirklich alles erkannt wird. So, Moment, lass mich kurz hier wieder den Weg hochfinden. Was ist denn da los? Giftstopp, da. Hier sollte es wieder zurückgehen, sehr gut. Gab's hier sonst in diesem Stockwerk gar nichts, außer diesen unterirdischen Abflusszugang oder so? Ich nehme an, ich muss alle Rüstungen einsetzen. Alle Sicherungen einsetzen, damit hier wieder die Tür mit Strom versorgt wird. Und wir fangen mal damit an, am besten an dem Ort, der einzige war, wo ich noch irgendwo überhaupt reingehen konnte. Obwohl, nee, halt, warte, wo bin ich hier gerade? Sub-Basement, ich war gerade im Keller. Und hier vom Gift-Shop aus konnte ich auch Memorial Rotunda, genau. Zweimal Rotunda, Rotunda ist wahrscheinlich der runde Gang außenrum. Pumpensteuerung und Capital Wasteland, okay, da komme ich her. Dann sind das jetzt die Sachen, wo ich noch reingehen kann. Na, da folgen wir. Ich würde sagen, wir folgen einfach erstmal der Story und gucken dann, wo wir herausploppen. Da, hier. Die Rotunda. Hallo, liebe Rotunda. Ich komme zum Besuch. Lass mich an deinen Rotundas spielen. Mmh, Baby. Okay, okay, okay. Ich möchte nicht mehr an den Rotundas spielen. In den Arm, in den Kopf und ins Bein. Kreativ. Oh, nice! Habt ihr das gerade eben gesehen? Er hat tatsächlich seine Waffe fallen lassen. Ich habe das Gefühl, die Schrotflinte, die zieht gut was weg von einem Körperteil, wenn man direkt reinschießt und einen guten Treffer landet. Das macht mich zuversichtlich für zukünftige Gliedmaßenabtrennungen. Wer braucht ein Schwert? Probieren wir das gleich nochmal bei diesem Supermutanten-Biest. Das war jetzt sein Arm. Gesehen? Er hat die Waffe fallen gelassen, hat sich dann gebückt, um sie nochmal aufzuheben. Interessant, das finde ich eine super geile Mechanik. Jetzt wo in Oblivion, die haben so viele Sachen mechanisch gesehen verbessert in Fallout im Gegensatz zu Oblivion. Ich bin von den Mechanics absolut begeistert. Luftschleusensteuerung.